gesagt wird. Deswegen, wir spielen die Demo. Auf der Cracewood Farm traten unerklärliche Phänomene auf. In der Nacht des 7. August sah die Familie Sherman grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Die Lichter bewegten sich in chaotischer Richtung mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Dieses seltsame Verhalten am Himmel wurde 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts beobachtet. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt, der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihren Fenster schlenderte. Der Bauer Peter Schermann sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Ein absichtlicher Betrug oder ein Wunsch, alle auf sich aufmerksam zu machen? Oder eine außerirdische Invasionssensation? Die Journalisten Taylor Fox reist zur Cracewood Farm, um einen Fotobericht für eine Lokalzeitung zu drehen. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier bei uns. Wir spielen heute eine Demo und zwar They Are Here. Alien Gedöns. Und ja, wir spielen heute die Demo. Yay. Herunterladen. Geil. Achso, wir sind schon... Okay, mit dem Farmer Peter reden. Gut, also wir sind jetzt ein Journalist. Aber wir haben hier übelst wilden Dings hier. Oh, shit, ich kann hier aber nichts ausschalten. Na ja. Dings. Okay, schade. Ich habe jetzt hier diese Striche halt im Bild. Nein. Na gut. Kann allerdings nicht ausschalten. Was? Linke Maustaste gedrückt halten. Dies ist ein großartiges Material für eine Fotostory. Sherman's House. Okay. Gut. Ja, na dann aber in die Farm, ne? Wobei ich tatsächlich nie auf so einer... Na doch, ich würde eigentlich schon gerne so auf so einer Farm leben. Das ist bestimmt ganz cool. Könnte ein bisschen creepy werden, aber... Angaben. Das Haus untersuchen. Zettel des Farmers. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um die Hilfe anzugehen. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen Zettel für Sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig. Peter Sherman. Das Haus untersuchen können wir machen. Okay, also die Tochter ist verschwunden. Ja, wir gehen erstmal an fremde Telefone, ne? Das ist ja ganz klar, wir sind Journalist. Können wir erstmal an fremde Telefone... Ach, mich nervt das hier mit diesen Strichen da in der Mitte, aber ich kann hier halt nichts ausstellen, leider. Guck mal, das sind die Shermans. Peter, auf dem Foto Mitglieder der Sherman Family. Foto. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman Family. Okay, jetzt zu. Wir haben ja eine alte Zeitung. They are here. UFOs. Oh. Dies ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene. Es sieht so aus, als ob das hier schon lange passiert. Warum wusste ich das nicht? Ja, weil ich einfach ein scheiß Journalist bin. Eieiei, das ist aber ein bisschen extrem hier mit diesen... In der Mitte das... Na gut, für die Demo muss es gehen. Ich weiß halt leider nicht, wie ich das sonst wegbekomme. Foto. Ein Foto. Sherman. Oh, wieder der Doggy. Diese Capsi, sowas mag ich an Horror. Einfach ganz entspannt. Gruselige Atmosphäre. Na, manchmal so ein Gruselbild.
Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das Blatt ist beidseitig bemalt. Oh. Super. This is my daughter's room. Ach ja, stimmt. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch. Als ich eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr und das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Ungeheuer sie entführt haben. Dass diese Ungeheuer sie entführt haben. Funkgerät. Allem Anschein nach gehört es dem verschwundenen Mädchen. Beim Lauschen kann man sehr seltsame Laute hören. Ach super. Guck mal hier, kann man in den Schrank gucken. Und wenn man jetzt hier rausguckt, steht meistens einer. Gedrucktes Foto. Ein Foto aus dem Internet. Es sieht so aus, als hätte Peter etwas Ähnliches gesehen. Es sieht Unheimliches aus. Gedrucktes Foto. Foto aus dem Internet. Ja, das sind also sozusagen die Aliens. Und da wird er sich schon so ein bisschen informiert haben diesbezüglich. Okay. Ich habe vieles über dieses Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen. Das sind keine kleinen grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben. Ein zum restlichen Körper überproportional großer Kopf, keine Haare, tiefe schwarze Augen, graue Haut, lange, dünne Gliedmaßen. Ihre Stimmen sind unvorstellbar. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Allerdings beginnt mit grellen Lichtern am Himmel in der Nähe des Hauses, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegen. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen und die Tiere beginnen zu rasen. Dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken. Das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Als sie das Bewusstsein wiedererlangten, fanden sie sich anderswo wieder, zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Erlebnisse. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte. Bei der Palpation war eine Verhärtung fühlbar, ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. Was? Wir haben den Spargel bekommen? Nee, ich weiß nicht, wie Ara darauf gekommen ist. Das nervt mich echt so ein bisschen, ne? Seht ihr das auch hier mit diesen Überlappen? Man kann halt in den Einstellungen leider nichts einstellen. Weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich die Grafik ein bisschen runterstelle, aber ich glaube nicht. Wenn ich so ein bisschen hier rumprobiere. Aber es ist halt trotzdem. Vertikale. Aber haben wir ja gar nicht. Wir haben halt leider keine. Ja, doch hier. Ah, lol. Weißt du, was ich vorhin gelesen habe? Maximale FPS an. Ach, weißt du? Ach, super, Asonali. Weißt du? Ach, perfekt. Nathaniel Wilson, oh. 23, folgt uns. Nathaniel, danke schön für dein Follow. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen bei uns. Ich habe tatsächlich das gar nicht gelesen. Ich dachte, Mensch, irgendwo muss das doch mit Sync stehen, Mensch, irgendwo. Und dachte, okay, wo mache ich es an? Okay, hier ist ein Haken, maximale FPS. Nee, brauchst du nicht. Ach, so richtig dumm. Ja, nee, es war auch dumm von mir, aber ich hab das nicht gesehen. Ach, perfekt, Asonali, dankeschön. Siehste, nicht verzagen, Ason fragen. Dankeschön, Asonali.
Weil ich habe da dreimal hingeguckt. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ach, sehr schön. Ja, da macht es gleich mehr. Viel mehr Spaß. Na, Asunali, wie geht's? Was hast du für einen Film geguckt? Was ist jetzt los? Bin ich jetzt auch schon durch? Das Haus untersuchen. Haben wir doch schon. Ich drehe, glaube ich, gerade auch durch. Wir spielen gerade übrigens die Demo, Asunali, von einem Alien-Game. Ich glaube, ich drehe gerade hier durch. Ne? Ich habe gerade im Internet gelesen, dass die Leute so kleine Hallos bekommen. Fluch der Karibik, ja geil. Hab ich auch schon lange nicht mehr geguckt. So, Kindertagebuch des Farmers. Sticker. Ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das alles vergessen? Der Text. Heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge, aber es ist wahr. Ich habe an einem verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Grollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit vier blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über den Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an drei Außerirdischen mit grauer Haut und großen Augen. Mensch, Yoshi. Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran festgewachsen zu werden. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizierten. Dann kam einer von ihnen und tat etwas mit meinem Kopf. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich bin spät am Abend am Pier aufgewacht und hab's kaum geschafft, mein Zuhause zu gelangen. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und zwei kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen. Aber das hätte ich auch tatsächlich an deiner Stelle. Mach ein Foto von dem Tagebuch. Foto. Ich bin halt schon ein cooler Journalist, ne? Also hier... Die Aliens kommen! Ja, mit Crow. Mit Crow? Ja, warum nicht? Eieiei. Jetzt ist der Strom weg. Weil ich die Reihe nie so wirklich komplett gesehen habe. Nicht. Ich will nicht, dass mir irgendwas ins Gesicht gesprungen kommt. Das hatte ich gerade eine Stunde genug. Ach, Foto von toten Tieren, Foto von toten Tieren. Das will ich mir nicht angucken.
Als Kind begann ich Kopfschmerzen zu empfinden. Bis heute plagen sie mich wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken am Hinterkopf hinzugekommen. Die Antwort ist einfach: die Entführung. An die Entführung durch Außerirdische erinnerte ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Eben dann begann die Migräne. Die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir dann aufgefallen sind, die haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da gibt es eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben mir etwas eingebracht. Eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Frage ist halt, wer schreibt das? Schreibt das halt jetzt der Peter? Eschko ist noch hier. Das würde mich halt jetzt mal interessieren, ob das Peter schreibt. Eine Büchse mit einem seltsamen Gerät. In einem Zettel behauptet Peter, ein außerirdischen Implantat hinter dem Ohr hervorausgeschnitten zu haben. Vielleicht nehmen? Klar, nehmen wir mit. Oder Geiz. Alter, ey. Ach, Domi. Oh, Mann, ey. Domi, ey. Danke für die Bits, Domi. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Wie geht's dir, Domi? Na, wie geht's, wie steht's, Domi? Was macht das Leben? Naja, so schnell ist... Scheiße. Bin jetzt gut, bin jetzt im Umzugsstress. Hat alles geklappt soweit. Domi. Wie läuft der Umzug? Soweit alles gut? Scheiß doch auf die Karre, steig aus und renn einfach irgendwo hin. Oh. Ah! Jupp, Wohnung und Job sind da, hab mir auch schon Möbel für 1200 Euro bestellt. Nice! Demo, in der Vollversion des Spieles finden Sie ein großes Territorium der Cracewood Farm und eine vollständige Geschichte einer Entführung durch Außerirdische. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste hinzu, um eine vergünstigte Veröffentlichung nicht zu verpassen. Zur Wunschliste. Genau, wir spielen jetzt auch den Prolog. Wir haben eigentlich vorhin schon den Prolog gestartet, aber da kam im Text hier, was Sie in der Demo gesehen haben, und da dachte ich, okay, spielen wir erstmal die Demo. Und jetzt spielen wir noch den Prolog. Der Prolog geht ja meistens auch nicht so lange. Deswegen, wir schauen da jetzt auch nochmal rein. Der Prolog erzählt die Geschichte des ersten Kontaktes mit einem UFO, der 30 Jahre vor den in der Demo-Version gezeigten Ereignissen stattfand. Der Hauptheld ist ein gemeiner Soldat, Michael Anderson, der auf einer Militärbasis in der Nähe vom Bauernhof Cracewood im Dienst ist. Zufälligerweise wird er Zeuge schrecklicher, unerklärlicher Ereignisse. Die Paper, please. Ah, okay, in 3D. Oh. Delta, this is Alpha.
Delta, das ist Alpha. Wir haben ein Unter... Exakt haben mir die Freunde mal eben gegönnt. Ja, cool. Ah, solche Freunde braucht man, Domi. Motorfest, das Neue. Ah, okay. Und macht Spaß? Ja, jo, das kann ich mir vorstellen, dass man im Umzugsstress jetzt nicht so viel Zeit zum Zocken hat. Okay, so. Wir sind jetzt Michael Anderson. Okay, so, also wir sind jetzt Mike. I read you 5x5, sir. Out. Darf ich jetzt? Gut. Also wir sind jetzt Michael Anderson. Wir sind der erste Kontaktmann hier, der in der Nähe in der Militärbase war oder ist. Ja, das Objekt ist jetzt gelandet. Und er ist sehr schnell außer Atem, der arme Kerl. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich richtig laufe. Absolut ist einiges besser als The Crew 2, aber meiner Meinung nach ist Forza Horizon 5 besser. Okay, na, du kennst dich ja damit besser aus. Ich hab's noch gar nicht identifiziert, Leute. Bleibt mal ganz locker in eurem Schlüpfer. This is Omega. We see you. We are monitoring. Okay, na, das ist schon mal sehr schön, dass ihr zumindest mich im Blick haben und auf mich aufpassen, hoffentlich. Ja, das ist aber nicht so richtig aufpassen, wenn... Oh Gott, Alter. Oh. Ach Mensch, Anonymous wieder. Dankeschön für die Bits. Dankeschön. Ich werde in der neuen Wohnung übrigens auch Platz für einen richtigen Race-Seat haben. Oh, cool. Das freut mich, Tobias. Ist das für eine Wohnung? Zwei Raum? Drei Raum? Fünf Raum? Zehn Raum? Kleine ganze Villa? Cool, cool. Omega, this is Michael Anderson. I report radiation detected. Counter indicator is average. Roger that, we're all quiet here. Sei doch nicht so schreckhaft, war doch nur eine Ente im Gras, der ist klar, Capsule. This is Omega, I report pushing blue light straight through the device is still not. Numbers and all the instruments are not correct. Data is static. Continue the operation. Hepsi, drei Raum, ja nice. Ja, da kannst du dir ja wirklich so eine kleine Zocker-Oase einbauen. The object is being detected and is approximately away from you. Don't
So, aber grafisch sieht schon mal echt top aus. Und bis jetzt bin ich auch happy. Ne? Mein einziger Job ist ja einfach bloß gucken zu gehen. Die da oben passen ja auf mich auf. Omega, what the hell is going on with your devices? Radiation levels rising. Over. Eieiei, was ist jetzt los mit meinem Gehen hier? This is the base. Omega, stay away from the object. Observe the object from a distance. Frage ist halt, ob ich jetzt hier hoch muss oder da drüben. Und allein das Wohnzimmer ist fast so groß wie meine ganze aktuelle Wohnung. Oh geil. Das ist echt cool, Domi. Das freut mich wirklich für dich. Das freut mich super. Wassermarsch. Wassermarsch auf dich, Domi. Schön, dass du da bist. The radiation is getting stronger. Wait. What? Need to stop you. What the hell's going on there? Henna, wo ist denn das? Sehe nichts. Wie ich gesagt, Mann, ich freue mich auch mal wieder hier sein zu können. Ja. Aber cool, dass das so klappt bei dir alles. So mit neuer Job und coole Wohnung. Wow. Oh ja, what the hell? Ist jetzt ein bisschen wild. Also ich würde jetzt, spätestens jetzt würde ich wegrennen. Also ich würde jetzt nicht noch gucken gehen. Spätestens jetzt würde ich einfach wegrennen. Nee, ich kann wahrscheinlich eh niemand mehr hören. Hi, Levitska. Can anyone answer? Ob ich das hasse. Ich mag Nachtsicht eigentlich überhaupt nicht. Das erinnert mich immer so an Outlast. Weißt du? Das ist immer so. Für mich immer so Outlast-Vibes. Und das ist nicht so schön. So, nee, warte mal. Ich glaube, ich muss hier hoch irgendwie. Outlast, Pock, aber das hier erinnert mich mehr an Outlast 2. Ja, das stimmt, aber ich meine jetzt einfach so das Allgemeine, diese Nachtsicht. Ja, Outlast war auch ein tolles Game, aber es war halt auch anders wild. Heilige Scheiße. Ist ja wirklich unglaublich. Glaub, die haben mich gesehen. Ich wollte gerade sagen, wie kann ich denn jetzt hier wieder wegzoomen? Das nervt. Oh Gott, Alter. Oh, meine Fresse, ey. They are here. Alien Abduction Horror. Ist die Abduction oder so? Prolog. In der Vollversion des Spieles erfahren Sie, wie die Ereignisse des Prologs mit dem Bauernhof Gracewood und der Geschichte von Taylor Fox zusammenhängen. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste hinzu, damit Sie die vergünstigte Veröffentlichung nicht verpassen. Zur Wunschliste hinzufügen, zurück zum Menü. Spiel verlassen. Sehr schön.
Abduction, abduction.